Hi Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Fashion and Beauty Must-Have Video für euch. Also im Herbst und im Winter, was ich da für Must-Haves habe. Das hat sich eine ganz liebe Abonnentin von mir gewünscht, dieses Video. Und dann mache ich das natürlich sehr gerne. Normalerweise sollte heute ein anderes Video online kommen, aber leider wurden die Videodateien beschädigt und das ist so ärgerlich, wirklich. Man dreht ein Video, ist damit total zufrieden und dann hat und dann haben die Videos keinen Ton oder das Bild ist verzerrt und wie gesagt, ist sehr ärgerlich und jetzt muss ich alles nochmal drehen und die Sachen sind auch schon teilweise ausgepackt. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das nochmal machen soll oder wie ich es drehen soll. Naja, nichtsdestotrotz geht's jetzt los mit meinem Video. Ich fange an mit Schmuck. Ich finde das im Winter sehr gut. Diese Goldtöne passen oder diese Rosé-Goldtöne. Und dann habe ich hier eine ganz tolle Uhr von Michael Kors, die ich auch mal wieder falsch rum halte. So rum natürlich. Von Michael Kors. Die ist jetzt in so einem Rosé-Gold und die trage ich sehr gerne. Ich finde, die passt jetzt super zu dieser Jahreszeit. Mein Lieblingsarmband habe ich euch auch mal mit rein in dieses Video genommen. Das hat hier so eine süße Aufschrift und hat so ein Satinband. Das ist jetzt hellrosa und hat hier noch so einen süßen Verschluss und ist auch wieder in einem Rosé-Goldton und passt super gut. Moment, ich zeige euch das mal mit der Uhr. Passt super gut dazu. Das ist eine ganz tolle Kombination, um das zusammen zu tragen. Was für mich nicht fehlen darf, sind solche tollen Blusen. Die hat jetzt so ein Herzmuster mit so einer lila Umrandung. Die habe ich letztes Jahr im ASOS Online-Shop gekauft. Vielleicht findet ihr so eine ähnliche, wenn ihr gern so eine haben mögt. Aber es gibt diese Blusen ja eigentlich überall. Bei Primark findet ihr auch ganz oft solche ähnlichen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Must-Have, solche Blusen. Und da müsst ihr natürlich was drunter ziehen, weil die ist ja durchsichtig. Und so kann man nicht rumlaufen, deswegen einen Top drunter ziehen. Und dann sieht das Ganze total schick aus. Solche Westen, wie ich jetzt trage, mag ich auch sehr gern, die dann hier so einen Fellkragen haben. Oder solche schlichten eben. Ich liebe ja Tücher und Schals und natürlich zeige ich euch da welche. Das Tuch finde ich jetzt sehr toll für den Herbst. Das hat so Blumenprints in so einer dunkleren Farbe ist das jetzt. So ein dunkles Lila und so ein dunkles Blau. Also ich finde, das ist nichts für den Sommer oder so, sondern eher für den Herbst-Winter, diese dunklen Töne. Dann habe ich noch so ein Tuch hier mit so Punkten und solchen kleinen Blumen. Beide Tücher sind jetzt von Pieces. Die Marke findet ihr bei Vero Moda oder Only. Was kommt jetzt? Natürlich die XXL-Schals. Dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Hier habe ich so einen ganz tollen vom Primark. Den habe ich erst vor kurzem gekauft. Vielleicht findet ihr den ja noch, wenn ihr Glück habt. Also der ist ganz toll. Der hat so rosa und blau mit drin. Könnt ihr auch zu allem tragen, weil hier so viele Farben mit drin sind. Jetzt geht es weiter mit so einem zweifarbigen Schal, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ach ja, so. Der hat einmal hier so ein Muster und dann noch so ein Muster. Den könnt ihr halt so ein bisschen wenden. Der ist jetzt von Zara, ist aber auch schon etwas älter. Ich glaube, ein Jahr ist der jetzt alt. Also vor einem Jahr habe ich den circa gekauft gehabt. Und noch ein Zara-Schal. Den habe ich euch schon in meinem Herbst-Favoriten-Video gezeigt gehabt. Der schaut so aus. Und der ist extrem weich und hält ganz, ganz, ganz doll warm. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr den vielleicht noch bei Zara. Den habe ich nämlich erst dieses Jahr bestellt, ist noch gar nicht so lang her. Ein absolutes Must-Have sind diese Stiefletten von mir. Die haben hier solche Fransen dran. Das ist ja jetzt wieder ganz modern. Fransen, also dieser Cowboy-Style-Look, ist wieder ganz modern diesen Winter und Herbst. Also deswegen finde ich die Schuhe total passend. Die haben hier solche Fransen, haben so eine Wildlederoptik. Die sind jetzt nicht echt, also das ist jetzt kein Echtleder. Die habe ich in so einem No-Name-Laden für, glaube ich, 25 Euro gekauft. Der Absatz hat eine super Größe, also die könnt ihr total gut tragen bei dem Wetter, egal ob es nass ist oder wie auch immer. Die halten auch sehr warm und sind mega schick. Die passen echt zu allem. Passend zu den Schuhen habe ich noch so einen tollen Wildledergürtel. Der hat hier einmal so eine goldene Schnalle und halt so Wildlederoptik. Den habe ich letztes Jahr von Zara gekauft, aber Zara hat hier öfter mal die Sachen wieder. Oder es gibt dort so ähnliche Sachen, deswegen habt ihr bestimmt Glück und findet dann noch so einen schönen Gürtel. Und
Das passt ja wirklich total gut zusammen. Sieht sehr schön aus. Jetzt habe ich noch so einen Gürtel. Der hat hier so Felloptik, wenn man es vielleicht sehen kann. Und solche Nieten. Ich finde, sowas geht auch immer und passt perfekt zu dieser Jahreszeit. Das war es jetzt auch schon mit dem Fashion-Teil. Jetzt kommen wir zum Beauty-Teil. Da fange ich an mit Selbstbräuner. Ich mag es ja gar nicht, wenn ich so weiß bin, wie jetzt gerade oder in den letzten Videos. Aber dadurch, dass ich mir jetzt noch die Augenbrauen pigmentieren gelassen habe, kann ich mich wieder schminken. Also eine Woche lang durfte ich mir die Augenbrauen nicht waschen, weil ich musste da immer so eine Creme drauf machen. Und da darf halt eine Woche lang kein Wasser dran, sonst könnte das halt sich dann auswaschen, die Farbe, oder halt abgehen, sodass gar nichts mehr da ist. Bei mir ist es ja hier ein bisschen ab, das seht ihr ja auch, das muss dann halt in der Nacharbeit oder in der zweiten Sitzung muss das alles korrigiert werden und nochmal nachgestochen werden. Es ist öfter so, dass die Farbe nicht gleich beim ersten Mal hält, aber zu Permanent-Make-up wird es nochmal ein extra Video geben. So, zurück zum Selbstbräuner. Ich benutze sehr gern diesen Selbstbräuner von Loving Tan in der Farbe Dark. Damit seht ihr total schön gebräunt aus. Deswegen ein absolutes Must-Have im Winter für mich ist Selbstbräuner. Natürlich benötigt der Körper viel mehr Pflege im Winter als im Sommer. Also klar, im Sommer auch in der Sonne. Aber im Winter fangen meine Lippen zum Beispiel an, trocken zu werden und rissig zu werden. Und bei wem das auch so ist, für den habe ich hier einen tollen Tipp. Habe ich euch auch schon öfter gezeigt in meinen Videos. Und zwar die Kaufmanns Haut- und Kindercreme. Das macht ihr einfach drauf und dann habt ihr super geschmeidige Lippen und die Risse verschwinden auch so ein bisschen. Und je öfter ihr das halt benutzt oder je regelmäßiger, desto schöner sehen die Lippen aus. Dann habe ich noch was total Cooles von Catrice. Hier so einen gefärbten Lipgloss oder Lipsmooser nennt er sich. Der hat hier so einen Applikator. Das ist jetzt die Farbe 040 Coffee to go und der pflegt die Lippen gut und gibt halt so ein bisschen Farbe ab. Sieht sehr herbstlich aus und deswegen habe ich den mit in dieses Video genommen. Wenn wir schon bei Pflege sind, geht es auch weiter mit Pflege für die Haare. Da habe ich einmal so ein Glanz- und Schimmerspray. Das mache ich mir nach dem Föhn so unten auf die Spitzen drauf und das gibt dann super Glanz und die Haare sehen sehr gepflegt aus. Jetzt komme ich zu meinem heiligen Gral für die Haare und zwar habe ich mir letztens bei Libuté so ein paar Pflegesachen für die Haare bestellt, also einmal Shampoo und so ein Conditioner und dann habe ich noch so eine Probe dazu bekommen und zwar hier diese Probe. Das ist jetzt so ein Haaröl von Schwarzkopf, das Oil Miracle nennt sich das. Und ich bin so überzeugt davon. Ich benutze schon sehr lange verschiedene Haaröle und ich wechsle auch immer so ein bisschen durch. Ich hatte eine Zeit lang von Kerastase eins, das war von der Kristallist-Serie. Fand ich extrem gut, finde ich aber leider nirgendwo mehr. Dann bin ich übergegangen zu einem Haaröl von Macadamia. Das fand ich auch recht gut, aber die Pflegewirkung war nicht so stark. Und ich brauche halt was Starkes für meine Haare, weil die sind unten total trocken. Und dann habe ich dieses Öl ja bekommen als Probe und das ist ein Traum. Also meine Haare sind damit total weich und geschmeidig und wenn diese Probe leer ist, werde ich mir das auch in dieser Full-Size-Größe holen. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt wirklich schon lange, ich glaube seit Anfang des Monats und ich benutze das alle zwei Tage. Es ist wirklich sehr ergiebig und deswegen musste ich das mit in dieses Video aufnehmen für euch. Den habe ich euch schon so oft gezeigt und ich zeige ihn euch heute wieder. Von Kiko diesen Eyeshadow oder dieses Mousse. Das glitzert ganz schön. Das hat einen total schönen Glitzereffekt. Trage ich auch heute wieder. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Das wertet jedes langweilige Augen-Make-up total auf. Und mich erinnert Glitzer immer an Weihnachten, weil ich persönlich mache an Weihnachten immer sehr aufwendige Make-ups mit ganz viel Glitzer und so weiter. Und das erinnert mich total an Winter, an Weihnachten und deswegen passt es so perfekt jetzt hier in dieses Video rein. Was darf natürlich nicht fehlen? Meine Naked Palette, meine über alles geliebte Naked Palette. Wie ihr sehen könnt, sind hier total schöne Farben mit drin. Von rosa ins goldene, ins braune, lila und blau. Und damit könnt ihr super tolle Winter- und Herbst-Make-up schminken. Ich bin total begeistert davon. Und ich finde, das Geld lohnt sich auf jeden Fall für diese Palette. Ich meine, schaut mal, wie viel Lidschatten ihr habt. Und die sind sehr ergiebig.
Also ich benutze die fast jeden Tag, besonders diesen hier Naked und Bug. Und diesen Dark Horse benutze ich sehr, sehr oft. Und ihr seht ja, man sieht nicht mal das Fännchen oder so. Und ich habe die Palette jetzt schon seit über 2 Jahren. Also ein absolutes Must-Have ist diese Palette auf jeden Fall. Und die gehört zu 100% in dieses Video. So, meine Lieben, das war's auch jetzt mit meinen Must-Haves. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt es mir zeigen, indem ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Dann sehe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ich mehr solche Videos für euch drehen kann. Und ja, dann wollte ich euch noch sagen, ich habe auch Instagram und würde mich total freuen, wenn ihr mir dort auch folgt. Den Link habe ich euch unten in die Infobox reingesetzt. Dort kommen täglich neue Posts von mir und ich bin dort sehr aktiv. Deswegen folgt mir sehr gerne dort. Ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video wieder.